Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde. Willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. In dieser Region ist dieses Stadion hier das markanteste. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, die Partie läuft bereits. Hansi, wer ist für dich eigentlich die Schlüsselfigur des Spiels? Er ist klein und für mich ist er ein echter Zauberer, ein echter Spielmacher mit unglaublichen Qualitäten. David Silva könnte dieses Spiel auch heute maßgeblich mitentscheiden. Ja, wenn der seine Topform bringt, dann kann im Grunde genommen nichts mehr schiefgehen. Einfach mal nach vorne gedroschen. Draxler. Und jetzt aber. Das ist und der Ball ist über der Linie. Jeder Trainer muss froh sein, einen solchen Akteur in seinen Reihen zu haben. Sie haben auf das Tor gehofft und sie haben es ganz früh erzielt. Durch ihn. So, Hansi, jetzt bist du dran. Richtig stark vorbereitet, richtig stark abgeschlossen. Am Ende war es nur noch Formsache. Das ist die frühe Führung. So, dann werfen wir mal ein. Und die Schusschance. Jovinko in einer für ihn ganz undankbaren Situation. Er steht mit dem Rücken zum Tor. Daraus was zu machen, das ist schwierig. Vor allem, wenn die Verteidiger so gut aufpassen wie hier. Milik. Draxler. Den hat er ganz genau geschnuppert. Also da hätte mehr draus werden können, wenn der letzte Pass ein bisschen besser gewesen wäre. Vielleicht ist das die Anweisung des Trainers. Versucht es durch die Mitte. Ich kann mir vorstellen, dass sie bald wieder ein bisschen mehr über Flügelspiel nachdenken. Draxler. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Milik. Hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Silva. Ab auf die linke Seite. Gut gelöst, die Situation. Rüber nach rechts. Und durch die Mitte. Das hätte ganz leicht ins Auge gehen können. Ein ganz wichtiges Tackling. Normalerweise macht man sowas nicht in Unterzahl, aber hier war es definitiv die einzige Option. Godin. Für alle, die es verpasst haben, wir haben hier schon ein sehr frühes Tor gesehen. Und hier steht's 1:0. Draxler. Milik. Perisic. Perisic. Mit dem Dribbling durch die Mitte. Jetzt ist Übersicht gefragt. Es geht über links.
gut verteidigt. Der war wichtig. Das war doch eigentlich eine vielversprechende Situation. Die anderen waren doch da. Warum bindet er sie nicht ein? Perisic dreht auf der linken Seite richtig auf. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Die Schuhe, Freunde, was für ein wunderbares Tor. Zwei Tore Vorsprung, alles unter Kontrolle. Einfach und haltbar. Und er legt den Ball an den Innenpfosten und von da geht... Der Unparteiische bitte zur Pause. Was sagst du zur ersten Hälfte, Hansi? Die Ausgangslage ist komfortabel. Wenn sie nachlegen, dann haben sie es schon früh geschafft. Ansonsten müssen sie aufpassen, dass der Gegner sich nochmal den zweiten Atem holt. Zwei Tore trennen die beiden Teams nach den ersten 45 Minuten. Der Start in die zweite Hälfte. Der muss sitzen. Ein schwacher Pass. Ah, der war schon draußen. Einwurf ist die richtige Entscheidung. William Carvalho. Spielt ihn gut raus. Perisic. Ivan Perisic flankt. Und er ist zur Stelle. Da kann er sich lösen. Die lassen überhaupt keine Räume zu. Thiago. Milik. Er wählt den Weg durch die Mitte, aber was kommt als nächstes? Nee, den verliert er an. Sydney. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Das ist, glaube ich, offensichtlich, dass der Trainer den Angreifern gesagt hat, wartet jetzt auf die schnellen Gegenangriffe. Ah, okay. Heißt also, nach Ballgewinn ruckzuck umschalten. Genau so sieht's aus, Marco. Der Schlüsselfaktor ist natürlich Tempo, kurze, scharfe, präzise Pässe. Gefährlich. Pocht das Herz tief in der Hose. Draxler. Die Schussgelegenheit. Perisic. Am Tor vorbei. Ja, ja. Hoch, weit und ziemlich harmlos. Aber wenn er den Ball das nächste Mal flacher spielt, dann könnte es schon ganz anders aussehen. Silva. Die Stürmer sind regelrecht losgelöst vom Restgeschehen. Da kommt gar nichts durch. Sie müssen mehr Präzision reinkriegen. Den Ball halten sie gut, aber Produktives kommt dabei nicht viel raus. Das ist Silva. Ein feiner Pass. Thiago. Und ab geht die Post. Gianluca sieht, was er vorhat und geht dazwischen. Draxler. Und der Konter läuft. Gianluca ist zur Stelle und entschärft die Situation. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Er zieht durch. Thiago.
Perisic. Tritt das Gaspedal links außen aber mal richtig durch. Das nächste Mal müssen ihn die Kollegen vielleicht ein bisschen besser unterstützen. Physisch enorm präsent. Ein langer Lauf Richtung Tor. Und die Hereingabe. Sie versuchen es immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Und eins müssen Sie langsam erkennen. Wenn die Pässe nicht ankommen, dann machen Sie auch nicht das Tor. Den hat er. Perfekt antizipiert. Es geht über die rechte Seite. Er hat aber weiß der Auge. Silva. Und ab die wilde Fahrt. Ganz fein gespielt. Ah, er versucht's. Drin das Ding. Und jetzt kriegen wir doch mal richtig Spaß hier. Jovinko startet im richtigen, genau im richtigen Moment, im Bruchteil einer Sekunde. Er steht nicht im Abseits. Beide bringen neues, frisches Personal und damit Bühne frei für eine hoffentlich furiose Schlussphase. Und das war's. Aus und vorbei. Wie eng dieses Spiel war, sieht man am Ergebnis. Am Ende hat die Mannschaft mit dem größeren Siegeswillen das Spiel gewonnen. So, Hansi, deine Einschätzung zur Partie. Sie haben ein frühes Tor gemacht, die Fans haben auf den Sieg gehofft und am Ende wurden sie nicht enttäuscht. Die Übertragung an diesem Abend ist beendet. Vielen Dank dafür und auch danke an Hansi, dass du uns begleitet hast. Ich muss mich bedanken. Hat wieder mal viel Spaß gemacht.